Jo, hallo. Heute machen wir die Begrüßung ganz kurz, weil Zeit ist Geld und Geld haben wir in dem Land bekanntlich nicht mehr. Ums Geld wird es heute auch sehr oft gehen. Wiederum allerdings schon feststellen, stehen wir einmal mehr in den Farben von Wir sind Salzburg in der Kieselpassage in Bachdeck 1. Das heißt, es steht wieder einiges an, deswegen hole ich jetzt hier quasi meinen Schummelzettel aus. Wir haben wieder diverse Volksbegehren ausfindig gemacht, die zu unterschreiben wären, die zu unterstützen wären. Ich weiß, wir haben letzthin in unserem Anti-Untertanen-Seminar von Konstantina Rösch gehört von der Konstantina, dass Volksbegehren, Petitionen und ähnliches ja nichts bringen. Die Erfahrung hat uns das in den letzten Jahren durchaus gelehrt. Nichts zu tun bringt aber meines Erachtens nach auch nichts. Außerdem sind meiner Meinung nach hier Politiker grundlegend Populisten. Für alle, die jetzt glauben, das hat was mit Popo zu tun, das Smartphone rausholen, mal den Goggle betätigen und gucken. Es stimmt, dass unsere Politik zwar für den Arsch ist, aber trotzdem hat der Populist nichts mit dem Popo zu tun. In Zeiten, wo wir ja mehr smarte Telefone als Menschen haben, also zumindest in diesem Land, wie gesagt, einfach mal irgendeine Suchmaschine befassen. Alles ist gut. Volkstreter. Und zwar haben wir da heute quasi eine lange Liste. Ich glaube, es sind über 30. Ich werde es kurz, soweit das möglich ist, festhalten. Also wir haben da zum Beispiel für mRNA-freie Bluttransfusionen. Ihr wisst, da war vor kurzem diese tolle Sache, wie man Freiheit erkämpft, indem man sich Jaukerl. Also eins, weil dann ist die Pandemie vorbei, ein zweites, weil dann ist man grundimmunisiert, dann ein Booster, weil dann ist man geschützt, jetzt dann die Auffrischung, weil der Booster doch nicht half. Ihr kennt den Dreck ja eh. Und nachdem wir da jetzt inzwischen festgestellt haben, dass es da vielleicht doch, sehr zur Überraschung vom Lauterbach Kali und allen anderen tollen Menschen, die ja nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt haben, wobei weder das Wissen noch das Gewissen besonders groß gewesen sein dürfte, festgestellt haben, dass es doch mehr Impfschäden gibt und dass wir plötzlich eine gestiegene Todesrate und ähnliches haben. Es gibt da ja die Pfizer-Leaks, kann man googeln. In England ist man draufgekommen, dass da Angst und Panik verbreitet wurde seitens der Politik. Kann man in den Medien entnehmen. In Österreich ist das auch passiert, da kann man es weniger den Medien entnehmen oder nicht sehr zahlreich. Anderes Thema, da kommen wir beim nächsten dazu. Dann geht's quasi bestes Österreich. Demokratiekultur, ja, da wird ein bisschen festgelegt, wie wir die Kultur unserer Demokratie in dieser Wahldemokratie wieder fördern sollten. Kann man unterschreiben, finde ich gut. Dann gibt's quasi von derselben Gruppe den Bürgerhunderter. Der sieht vor, dass Bürger, die sich in Sachen direkter Demokratie politisch informieren, aktiv sind und teilhaben, da eben einen Hunderter bekommen sollen. Ja, nachdem wir in diesem Land für PR-Berater vom Kanzler Flüge im Wert von über 154.000 einen goldenen Flügel für den Herrn Sobotka, dem größten gemieteten oder gecharterten Jet dieses kleinen Landes, wiederum für unseren Kanzler, sonstiges Impfkampagnen, Testweltmeisterschafts Geschichten, also Gratistestungen und so Geld haben, denke ich mir, sollte man dem Bürger, vertrottelt, wie er in diesem Land vermeintlich oftmals ist, vielleicht tatsächlich einen Anreiz geben, sich um seine persönlichen Belange zu kümmern. Insofern unterschreiben wir das einmal, wie gesagt, bringen tut's ja eh nichts. Dann die Mittelschicht entlasten. Ich glaube, dazu muss man in Zeiten der höchsten Teuerung, auch im EU-Vergleich, nichts sagen. ORF-Haushaltsabgabe, nein. Ich glaube, auch das ist eigentlich selbstredend, also einen Propagandasender zwangs zu finanzieren, egal ob man das Empfangsgerät hat und oder ihn konsumiert, ist obsolet. Aber wie gesagt, es gibt ein Volksbegehren, wir unterschreiben es. Dann gibt's ein Auto-Volksbegehren, Kosten runter. Zum Thema Auto werde ich heute noch einen Beitrag machen, aber ich hätte einmal gesagt, das werde ich unterschreiben. Bin ja auch einer, der so ein Vehikel besitzt. Dann haben wir quasi Unternehmen aufblühen lassen. Ja gut, da geht es um Klein- und Mittelbetriebe und EPUs. Wir wissen ja, die Inflationswelle ist, wie konnte das so plötzlich passieren? Thomas Breit hat einen Beitrag gemacht, in den letzten Monaten rapid angestiegen.
Ein Schelm, wer glaubt, dass das mit der Inflation und Gratistests und Geschäfte zusperren und nur zwei Kunden reinlassen und so zu tun hat, das ist natürlich Schwurbelei. Es liegt natürlich an was eigentlich? Ich glaube an der Klimakrise. Oder vielleicht doch an der Ukraine. Na, woran es auch immer liegt, ich finde es wichtig, dass man unsere Betriebe fördert, weil es hat ja irgendwer mal gesagt, geht's der Wirtschaft gut, geht's uns allen gut. Was ich von dem Slogan heute lassen wir jetzt, wir müssen Zeit sparen. Dann geht's um die Kinderpornografie, da sollen die Strafen angehoben werden. Nachdem der Herr Teichtmeister als aktuell populärster Fall ja quasi da ein gutes Beispiel abgibt und übrigens immer noch relativ unverhandelt, unbehelligt auf freiem Fuß rumläuft. Ich bin dafür, dass man das verschärft. Deswegen werden wir das unterschreiben. Dann gibt's Erdgas-Fracking. Nein, also dass Fracking-Gas irgendwie umweltzerstörend geschaffen wird. Dann, wie es aktuell ist, mit Schiffen. Keine E-Boote, falls wer fragt, die gibt's nämlich noch nicht. Zu uns geschippert wird und dann quasi für teures Geld gekauft wird. Ja, da ist keinem wirklich gedient, deswegen auch da ein klares Nein. Dann haben wir quasi eine Kindheit ohne mRNA-Impfstoffe. Ja, wie gesagt, was ich von diesen mRNA-Impfstoffen halte, habe ich eigentlich beim ersten, sprich den Bluttransfusionen, schon klar gemacht. Die Deutsche Ständige Impfkommission, kurz STIKO, hat bereits eingeräumt, dass diese Off-Label-Impfungen für Kinder, Jugendliche und so schlecht waren. Früher fandet man im Netz auch noch Beiträge von anderen, wie soll man das sagen, freien Medien. Die sind inzwischen alle ein bisschen der Zensur zum Opfer gefallen, zumindest bei YouTube. Und ja, wie gesagt, also ich denke, dass ein junger Mensch in der Altersklasse bis, ich glaube, ab 40 geht's dann mit Risiko theoretisch los, unbehelligt seine Jugend genießen sollte, ohne dass man ihn körperlich damit irgendwelche Jaukerl, die nicht notwendig sind, also ich rede jetzt nicht von sinnvollen Schutzimpfungen, bin kein totaler Impfgegner, aber das halte ich für Blödsinn und deswegen unterschreiben wir das. Dann haben wir das Volksbegehren für das generische Maskulinum. Wir sind inzwischen so weit, dass wir die deutsche Sprache ja ad absurdum geführt haben. Und zwar nicht nur bam, Alter, fix, check it out, Alter, sondern so ganz allgemein. Und deswegen denke ich mir, diese Gender-Wahnsinnsgeschichte, mit der wir uns aktuell von allen realen Problemen ablösen und in der sich meines Erachtens noch grenzwertige Persönlichkeiten wichtig tun, sollte man nicht weiter unterstützen. Deswegen haben wir da ein Anti-Gender-Volksbegehren vor geraumer Zeit einmal gehabt. Jetzt gibt es das für das generische Maskulinum. Das kann man auch wieder beim smarten Phone gucken, um was es geht. Finde ich okay, machen wir. Dann gibt es eines, Russland-Sanktionen. Nein. Es gibt auch eins zum Thema Ja, das werden wir natürlich nicht unterstützen. Wir unterstützen das mit dem Nein. Warum? Ja, grundsätzlich, weil Österreich meines Erachtens nach ein tatsächlich neutrales Land sein sollte. Anti-Untertanen-Seminar beim Roman nachgucken, da hört ihr, was tatsächlich in unserer Neutralität festgelegt ist. Das heißt, die ist so ein Papiertiger wie Meinungsfreiheit und Religionsfreiheit. Das ist aber wiederum nur mein persönliches Meinungsgeschwurbel. Jedenfalls, ich denke, wir haben jetzt 14 Monate lang bewiesen, wie unglaublich wirksam diese Sanktionen sind. Ich denke, man sollte es bleiben lassen, zumal wir ja inzwischen auf direkten und indirekten, sprich meist überteuerten Wege nach wie vor Produkte aus Russland importieren, die wir brauchen, weil wir nicht autark sind. Also das ist Heuchelei, also lassen wir es gleich. So, dann haben wir ein Volksbegehren für obligatorische Volksabstimmungen. Da geht es also um die direkte Demokratie, das per Volksentscheid per Volksabstimmung eben entschieden werden soll, was passiert und nicht über den Kopf der Bürger hinaus. Dann haben wir quasi für fakultative Volksabstimmungen, das geht ins selbe Ding, auch das werden wir unterstützen. Dann haben wir die Gemeindevolksabstimmungen, das schlägt in dieselbe Kerbe, da geht es darum, dass in den Gemeinden per Volksentscheid in Form einer Volksabstimmung entschieden werden soll, was passieren soll und was eben nicht. Das heißt, auch da soll das Volk mehr eingebunden werden. Dann haben wir ein Insekten-Lebensmittel-Kennzeichnungsvolksbegehren. Also ihr wisst ja, böse Zungen behaupten ja, ihr werdet nichts besitzen und Käfer essen.
angeblich so eine Weltwirtschaftsidee. Nachdem es ja Veganer gibt, die keine Tiere essen wollen und Insekten da dazugehören und Insekten vielleicht gar nicht so zur natürlichen Nahrung des Menschen gehören, weil der Chitinpanzer vielleicht krebserregend ist, was bei der heutigen Lebensweise der meisten Menschen zwar nicht ins Gewicht fällt, aber trotzdem vielleicht nicht gut dazukommt, sollte das so sein, dass es gekennzeichnet ist, dass es erkannt wird, nämlich sowohl auf Produkten als auch in der Gastronomie und so weiter und so weiter. Also ich glaube, ich muss es nicht lang und breit erklären. Die Seher vom Roman sind ja in der Regel mündige Bürger, deswegen schauen Sie ja CryptoTV, also ihr kennt euch aus. Dann haben wir ein ORF-Volksbegehren, in dem es festgelegt, wie der ORF in Zukunft eventuell geführt werden könnte. Das heißt, da ist ein Teil staatlich finanziert und der andere sollte privatisiert werden. Man sollte da quasi keine Vorstände über Jahrzehnte auf dem Sessel picken haben und so weiter. Könnt ihr euch auch selber durchlesen. Dann haben wir den Titel, finde ich unglaublich dramatisch, erlebnisfreudvolle Mamas daheim. Ja, für Thema gehen tut es darum, dass man die Kindererziehung und die dazugehörigen Mütter mehr fördern soll und mehr auf die Zukunft dieses Landes schauen soll, indem man die Generation, die da heranwachsen, also nicht die letzte, die sie festpickt, sondern auch die, die danach noch kommen, vielleicht etwas besser unterstützt. Dann haben wir was, das kannte ich noch nicht. Ich bin aus den Latschen gefallen, also aus meinen zerlatschten Converse. Die Lohngleichstellung der Grundwehrdiener. Ich meine, grundsätzlich ist es so, dass wenn man als österreichischer Staatsbürger das 18. Lebensjahr vollendet hat, ja, man für Frondienste herangezogen wird im Sinne von einem Zivildienst oder eben einem Dienst an der Waffe. Beides, ja, wird ausgebeutet. Das heißt, unser Staat würde, wenn man diese Herrschaften vollwertig bezahlen würde, gar nicht funktionieren können. Das heißt, es ist eigentlich ein Lohnsklaventum. Sei es wie es sei, das Schöne ist, wenn man aktuell Präsenzdiener beim Bundesheer ist, kriegt man als weiblicher Präsenzdiener 5-mal so viel ausbezahlt wie ein männlicher Präsenzdiener. Ja, nachdem wir ein Frauenministerium haben, aber noch kein Männerministerium, hat sich da jetzt irgendwie noch keiner auf die Barrikaden gestellt. Irgendwer jetzt doch, und der hat ein Volksbegehren gemacht. Und nachdem ja überall diese geschlechtliche Ungleichheit erwähnt wird und man sollte für gleiche Arbeit gleiches Geld bekommen, denke ich mir, wäre es vielleicht auch jetzt, wo wir doch Krieg so toll finden und Militär so schick ist und auch unser schweigender Sascha schon mit dem Black Hawk Hubschrauber bei Wahlveranstaltungen rumgeflogen ist, mehr als gerecht, dass auch die Jungmänner so viel verdienen wie die Jungfrauen. Und nein, das sind nicht die 77, die man kriegt, wenn man und so weiter. Na, ihr wisst es. So, dann haben wir quasi Alleinerziehende unterstützen. Also grundsätzlich bin ich der Meinung, man sollte generell Familien unterstützen. Man sollte generell die arbeitende Bevölkerung unterstützen und weniger, ja, Privilegien und sonstigen Blödsinn machen. Tatsache ist, dass meiner Meinung nach Menschen, bevor sie zusammenkommen, weil Tinder ihnen ein Match gegeben hat und sich dann unkontrolliert paaren, so wie sie andere Dinge unkontrolliert und wenig geistreich machen, vielleicht erst nachdenken sollten, bevor sie sich da auf die Zeit fortpflanzen. Nichtsdestotrotz, es gibt Elternteile, die haben ihren Partner aus berechtigten Gründen verlassen. Es gibt Elternteile, die haben den Partner durch Tod verlassen oder sind verlassen worden. Das heißt, grundsätzlich, wir haben einfach Alleinerziehende und das ist in Zeiten der höchsten Teuerung hart. Und deswegen unterstütze ich auch das. Wie gesagt, bringen tut's eh nichts. Dann haben wir den Vorsitz des Nationalrates. Da geht darum, dass man den ersten Nationalratspräsidenten oder die Präsidentin einem etwas anderen System in Zukunft unterwirft, als das aktuell der Fall ist. Könnt ihr euch auch selber durchlesen. Werden wir unterschreiben. Dann geht's quasi die Direktwahl der Landesregierung. Muss ich, glaube ich, nicht weiter erklären. Dasselbe gibt's über die Direktwahl der Gemeindevorstände. Muss ich, glaube ich, auch nicht erklären. Also auch da wieder direkte Demokratie. Dann haben wir ein Pensionistenvolksbegehren. Ja, ich meine, sie machen zwar teilweise demenzbedingt immer nur das Kreuzerl bei der Wahl an der falschen Stelle, damit sie einen Vanillepudding im Heim kriegen. Nichtsdestotrotz gibt es viele rüstige Pensionisten und Pensionisten haben in der Regel ihr Lebtag lang gearbeitet, haben damit zum Wohlstand dieses Landes
in der Theorie, weil inzwischen haben wir ja keinen mehr, beigetragen, und das sollte gewürdigt werden, und man sollte meines Erachtens nach, und das sieht auch der Initiator dieses Volksbegehrens so, die Chance haben, seinen Lebensabend ohne Armut leben zu können und auch auf Pflege zurückgreifen zu können, wenn man sie braucht. Das ist damit thematisiert. Deswegen werden wir auch das unterstützen. Dann geht es weiter mit der Rettung der Sozialmärkte. Grundsätzlich denke ich mir, dass es generell traurig ist, dass wir überhaupt Sozialmärkte brauchen. Eigentlich sollte in einem Netto-EU-Zahlerland wie Österreich mit einer einstmals funktionierenden, vermeintlich liberalen Demokratie und einer annehmbaren Wirtschaft keiner einen Sozialmarkt brauchen. Nichtsdestotrotz gibt es Menschen, die brauchen ihn, und die sind akut aufgrund von Teuerung und Ähnlichem bedroht. Und nachdem es immer ein paar Menschen geben wird, die durchs Raster fallen, aus welchem Grund auch immer, bin ich auch der Meinung, selbst wenn man unser Land wieder erblühen ließe, dass man für die wirklich Schwachen trotzdem solche Märkte braucht. Und deswegen finde ich es nicht schlecht, das zu unterstützen. Ja, dann haben wir Mietwucher bestrafen. Ich meine, ganz ehrlich, in Stalingrad ist das kein Thema mehr. Bei uns in Salzburg sind ja jetzt seit Neuestem auch die Neo-Maoisten, Neo-Stalinisten, die Anhänger Pol Pot und dergleichen wieder unterwegs. Das heißt, wir haben ja jetzt hier bald alles gehört allen, ne? KPÖ sei Dank, Freundschaft. Aber nachdem in Salzburg andererseits die Mieten sehr hoch sind und auch in Österreich, ich hätte mal gesagt, fast quartalsweise irgendwelche indexbezogenen Anpassungen mit ein bisschen Aufschlägen an den Mieter weitergegeben werden, ob das immer gerechtfertigt ist oder nicht, denke ich mir, man sollte sich das vielleicht genauer anschauen und unterstütze das auch. So, dann haben wir ein Artenschutzvolksbegehren, ja, dass bei uns einige Arten bedroht sind und aussterben, vor allem der mündige, denkende Mensch. Das ist allerdings da jetzt nicht thematisiert. Das ist leider auch Fakt, und dass man sich unter anderem auch ein bisschen um die Bienen kümmern sollte. Es geht da um, ihr wisst schon, Bestäuben, Fortpflanzen und so weiter. Ist vielleicht auch nicht so schlecht. Dann haben wir kein ORF-Beitrag, also das schlägt nochmal in die Kerbe mit der Haushaltsabgabe. Ich glaube, meine Meinung dazu ist hinlänglich bekannt. Dann haben wir ein Volksbegehren EU-Austritt. Ja, nun, nachdem die EU von ihrem Friedensprojekt Gedanken inzwischen mit Panzerlieferungen, Grundrechtsaufhebungen und Ähnlichem weit entfernt ist, auch der freie Waren- und Personenverkehr dank der Ereignisse der letzten Jahre eingeschränkt war, ich sage da nur Lockdown und sonstiges, denke ich, hat sich dieses Modell in der bestehenden Form gänzlich ad absurdum geführt und wie so vieles pervertiert, kostet viel Geld, hat einen lustigen Beamtenabbau und ja, verordnet Insekten und keine Ahnung was alles, denke ich mal, kann man unterstützen. Dann haben wir direkte Demokratie jetzt, das schlägt mal wieder in die Kerbe, muss man nicht weiter erklären. Und dann haben wir noch ein Volksbegehren für ein Bundesjagdgesetz. Ja, da geht es um eine Vereinheitlichung und eine Verbesserung des Jagdgesetzes. Das ist relativ umfangreich. Nachdem Zeit Geld ist und wir das nicht haben, werden wir das jetzt hier nicht ausführen. Ich halte es grundsätzlich, so wie es formuliert ist, für gut. Anschauen kann man sich das im Internet auf der Homepage, wo man die aktuellen Volksbegehren findet. Und damit machen wir jetzt einfach in dieser Tiefgarage mal den Stopp, weil sonst wird das mit der Parkgebühr wieder zu teuer und wir müssen ein neues Volksbegehren starten gegen überteuerte Parkgebühren. Hier ist übrigens, der Roman hält es kurz fest, im Moment nur die Barzahlung möglich. Nachdem man mich nie reden hört, wenn die Kamera in die andere Richtung ist. Er hat jetzt neue Akkus, aber wie gesagt, an der Technik ist er noch nicht ganz der ORF. Haben wir festgestellt, das mit der Digitalisierung funktioniert ein weiteres Mal nicht. So ist das halt. So, wir haben jetzt 15.15 Uhr und wir müssen einmal mehr in den vierten Stock. Und ja, wie wir da oben ausschauen, schneidig, dynamisch, politisch aktiv, könnt ihr euch vorstellen. Hinter Roman geht die Tür, wir steigen in den Lift und sind jetzt da mit 4. So. Ich kann nicht meinen Zettel dabei wegpacken. Wir sind jetzt im vierten Stock. Wir
Wir sind jetzt im vierten Stock und da hat der Roman nochmal festgehalten, dass wir vielleicht doch nochmal durchsteigen. So, ich warte der nächsten Liga. Kaffeepause. So, 57 oder 51? 57. Ja. So, ist es möglich, dass du das Second Address hast? Grüße Gott! Ja, ich habe das letzte Mal gefilmt, da könnt ihr dass ihr noch am Leben seid. Ganz wichtig. So, bitteschön. Der Herr weiß Bescheid, aber das ist. Lass mich dann gleich was wieder bestätigen. Jawohl, gehen wir aus. Okay. Kommt, sitzt man länger da. Ja, schaut aus, gell? Dann danke für die Aufmerksamkeit. Ja, schön lang noch, ja. Gleichfalls. Tschüss. Aha. Wieder schauen, schönen Feierabend. Da haben wir jetzt quasi einen Lift. Und es geht natürlich entsprechend dem Ist-Zustand jetzt abwärts. Wir halten fest, wir haben ein unglaublich dickes Backerl von über 30, ich habe es vorher in der Tiefgarage aufgezählt, Bestätigungen von einem einmal mehr sehr freundlichen Herrn, das muss man wirklich sagen. Die Herrschaften, die da im Einwohnermeldeamt oder Standesamt sitzen, sind jedes Mal sehr freundlich. So, wir gehen jetzt in die Tiefgarage, werden bargeldtechnisch zahlen, weil Bares war es. Ich glaube, wir sind da eins zu, aber egal. Und ja, wenn wir dann den nächsten Stopp bauen, wird der Roman wieder einsteigen. Tür geht automatisch auf. In diesem Sinne, bis später.